So, jetzt geht's los. Okay. Denken Sie an meine Worte. Unkompliziert, nicht so genau, ein bisschen improvisieren. Ich fange an mit diesem Salat. Die Salatgurke schälen, halbieren, mit einem Löffel das Innenleben so ein bisschen auskratzen und mit einem scharfen Messer in Würfel schneiden. Wissen Sie, wie Sie erkennen, dass ein Messer richtig schön scharf ist? Nehmen Sie Ihr Messer, setzen das auf den Daumennagel, ganz vorsichtig, und schieben das Messer ein bisschen hin und her. Wenn das ganz schwer geht, ist das Messer scharf. Wenn es ganz leicht geht, ist es nicht scharf. Was ich Ihnen hier zeigen will, ist jetzt nichts hoch Außergewöhnliches, was die Zutaten anbelangt, sondern was Sie zu Hause auch mal nachkochen können. Zu der Salatgurke kommt eine richtig schöne Mango. Die Mango hat einen ellipsenförmigen Kern, der wird aufgestellt und jetzt um diesen Kern vorsichtig versuchen herumzuschneiden. Dann die Mango auf die Schnittfläche legen. Wirklich, das ist die beste Art und Weise, eine Mango zu schälen. Alles andere funktioniert nicht. Sie könnten natürlich sagen, ich nehme die Mango vorher und schäle die. Wenn Sie das machen, dann wird die ganz glitschig, ganz gefährlich. Okay, Mango in Streifen, auch in Würfel. So, das ist die Hälfte der Miete. Und jetzt kommt dazu ein bisschen asiatische Petersilie, Koriander. Koriander ist so in Grün, das immer mehr angeboten wird, auch in Supermärkten. Wenn Sie keinen Koriander bekommen, kein Koriander getrocknet verwenden, der schmeckt nicht, nehmen Sie einfach ein bisschen Kerbel zum Beispiel. Aber Koriander ist wirklich eine ganz feine Sache, sehr gesund, sehr hoher Vitamin-C-Gehalt, wird gehackt und kommt dann hier in den Salat rein. Und jetzt wird das Ganze ein bisschen gewürzt mit süßer Chili-Soße, ein bisschen Essig und eine Prise Salz. Ein bisschen Chili könnte man vielleicht auch noch reintun. Die Chilischote wird immer halbiert und die Samenwände und die Samenkerne werden ausgeschnitten, weil in diesen Samenwänden und in den Samenkernen der meiste Schärfestoff, das Capsaicin, versteckt ist. So, schön fein würfeln. Das war's jetzt. Wenn Sie sowas mal nachkochen wollen, bitte schneiden Sie alles vor und erst wenn Sie den Salat servieren, dann mischen Sie den und dann ist der frisch und schmeckt richtig gut. Ich möchte Ihnen ein Gerät vorstellen. Wirklich phänomenal, ich zeige es Ihnen gleich, nennt sich Perfect Roll. Und mit diesem Perfect Roll kann man Rollen formeln. Nicht nur Sushi, sondern alles Mögliche an Rollen. So wird es gemacht. Das ist ein Algenblatt. Diese Algenblätter werden in diesen Perfect Roll gelegt und auf diese Algenblätter kommt jetzt so ein Klebreis. Und dieser Klebreis ist immer ein Rundkornreis. Und wenn man den richtig gut kocht, den Rundkornreis mit Wasser, Essig, Zucker und einer Prise Salz, dann wird der auch so schön klebrig. Dann braucht man eine Einlage. Also, Einlage kann sein ein bisschen Fisch, so ein Thunfisch. Da schneide ich jetzt mal eine schöne Scheibe ab. Der kommt jetzt hier auf diesen Klebreis. Vielleicht so eine schöne Gurke. Auch noch mit als Einlage rein. Obendrauf wieder ein bisschen was von dem Klebreis. Und jetzt klappen Sie das Ding zu. Einmal, zweimal. Und ziehen hier an der Schlaufe und das war's gewesen. Und jetzt haben Sie eine fertige Rolle. In dem zweiten Töpfchen zeige ich Ihnen eine Ruckzuck-Soße. Sie nehmen ein bisschen Sojasauce, geben zu der Sojasauce ein bisschen Essig. Ein bisschen Zucker, Knoblauch brauchen wir, der wird klein geschnitten. Kleiner Tipp am Rande, wenn Sie den Knoblauch klein schneiden, auf den Knoblauch ein bisschen Salz geben und dann mit dem Messer den Knoblauch so etwas verreiben. Der wird ganz fein. Das optimale Pendant zum Knoblauch ist immer Ingwer. Der muss richtig hart sein. Je fester ein Ingwer ist, desto frischer ist er. Wenn der Ingwer richtig fest ist, ist er locker 2 Wochen haltbar. Wenn Sie Ingwer schälen, nehmen Sie einen ganz normalen Speiselöffel, schauen Sie mal, und gehen mit dem Löffel über den Ingwer rüber. Das war's gewesen. Ein bisschen Butter rein und ein bisschen Kartoffelstärke. Aufkochen, fertig, super Soße. Für Geflügel, für Fleisch jeglicher Art, für Gemüse, für Nudeln, für Reis. Das ist eine Allround-Soße, die wird Ihnen schmecken. Diese Sushi-Rollen, die ich hier habe, die paniere ich Ihnen jetzt noch schnell. Das heißt, ein Ei in die Schüssel, dann kommen die Sushi-Röllchen in das Ei
Und jetzt habe ich hier entweder ganz normales Paniermehl oder Sie gehen in den Supermarkt, die haben das auch alle, oder beim Asiaten um die Ecke. Das ist ein asiatisches Paniermehl namens Panko. Und da gebe ich die Rollen hier rein und werden hier wirklich kurz ausfrittiert. Und so schauen die aus. Und das schmeckt wirklich toll. Also wirklich sehr, sehr fein. Und dieses Panko-Mehl hat die Fähigkeit, auch richtig lange schön knusprig zu bleiben. Das ist unser Gericht. Wir haben für fast alle Probierportionen. Und ich hoffe, Ihnen hat es gefallen. Sie kriegen von mir eine tiefe Verbeugung und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Dankeschön.